meine Lieben, guten Tag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute muss ich euch unbedingt mal erzählen, ich habe ein ganz neues Gerät und ich bin so begeistert, dass ich dafür Werbung machen kann. Ich habe das auf Amazon gekauft, das ist ein Wischsauger. Das heißt, er wischt Hartböden und er wischt aber auch Teppiche, beziehungsweise saugt Teppiche und macht auch gleich mit Wasser sauber. Ich bin so begeistert, wenn jemand Hund und Katze hat. Für die ist es ideal. Man kann natürlich alles wunderschön aufsaugen und vor allen Dingen, ich habe zwar keinen Hund und keine Katze, aber ich bin so ein bisschen deppig. Das heißt, ich habe neulich zum Beispiel meine volle Kaffeetasse runtergeschmissen. Da konnte ich alles schön wieder wegsaugen damit. Ne? Oder zum Beispiel, ich esse unten im Garten gern und dann habe ich meine Soße mit runtergenommen in so einem Tragekorb und habe nicht gemerkt, dass die ganze Soße so schön von oben bis unten über die Treppe gestropft ist. Ne? Oh, mein Schatz, ich sage, kein Problem, ich habe ein ganz neues Gerät, das macht alles wieder sauber, selbst auf der Treppe. Und so war es auch. Schön mit dem Sauger, alles die Treppe wieder sauber gemacht. Es ist wunderschön zu bedienen, es hat zwei Knöpfe, es hat also einen Hartbodenknopf und einen Teppichbodenknopf. Und wenn man unten den Flur macht, da ist so ein Läufer, dann kann ich so schön auch wechseln. Es ist ein einfacher Reiniger drin, den kannst du fast für alles nehmen. Es sei denn, du willst den Teppich richtig sauber machen, dass er schmutzig ist, dann nimmst du nochmal extra, das kannst du auch da kaufen. Ein Teppichreiniger brauchst du sonst nicht wirklich, kann man wirklich für alles nehmen. Ist es so geil, das glaubt kein Mensch, meine Küche einmal am Tag oder so, wenn es schmutzig ist, drüber gesaugt und drüber gewischt und es ist immer alles hygienisch sauber, kannst vom Fußboden essen. Es ist auch leicht zu bedienen in dem Moment, du hast hier die Wasserflasche rauszunehmen, Wasser einzufüllen und dann kannst du sofort loslegen. Es ist nicht schwer, es ist auch hier ein wunderschöner, großer Behälter, dass du nicht ständig das Wasser wieder sauber machen musst. Das heißt, wenn die Flasche leer ist, ist der auch voll und dann könnt ihr erstmal sehen, was ihr für Dreck überall rausholt. Und ich sage euch, ich mache wirklich jede Woche gründlich sauber. Ich hätte es nie geglaubt. Dann ist die Bürste auch leicht rauszumachen. Und man sollte sie nicht in die Waschmaschine tun, sondern man muss sie einfach nur heiß auswaschen, trocknen lassen. Dann kannst du sie schon wieder verwenden. Ich finde das Gerät so obergeil. Und wenn ihr begeistert seid, ich kann euch ja mal in die Infobox den Link machen von Amazon. Da darf ich mal Werbung machen und das werde ich auch. Ja, ich finde es schön. Und deshalb empfehle ich euch das. Und da wünsche ich euch einen schönen, sauberen Sonnabend. Und ich gehe jetzt laufen, es ist wunderschönes Wetter, wir wollen raus. Und der Garten lockt auch immer noch ein bisschen. Wir haben ja noch nicht mehr ganz alles zu tun, nicht mehr gar so viel. Es ist fast fertig, aber ein bisschen was muss immer gemacht werden in dem Garten. Ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss, eure Cosima. Würde mich auch über einen Daumen freuen, wenn es euch gefallen hat.